Ja, Kollegen und Kolleginnen, ich habe überhaupt keinen Zweifel daran, dass das Verhandlerteam hart verhandelt hat. Aber ich finde, man muss auch ehrlich sein und schlicht und ergreifend zugestehen, dass das Verhandlungsergebnis kein Verhandlungsergebnis ist, dem man zustimmen kann. Deshalb werden wir auch nicht zustimmen. Und ich kann nur das unterstreichen, was der Kollege Cohn-Bendit gesagt hat. Wir machen uns lächerlich, wenn wir diesem Ergebnis zustimmen. Wir sind angetreten und haben gesagt, wir wollen einen Haushalt haben, der die Ausgaben, die absehbar sind, deckt. Und das haben wir nicht hinbekommen. Und ich finde, wir sollten so ehrlich sein, uns das einzugestehen, dass es uns nicht gelungen ist. Ich habe in der MFF-Kontaktgruppe immer dafür gestritten und unterstützt, dass die Position des Parlaments gestärkt wird. Wir sind da als Linke ein bisschen über unsere eigenen Grenzen, über unseren eigenen Schatten gesprungen. Ich habe das für richtig gehalten, ich bin dafür eingetreten. Aber das Ergebnis ist kein Ergebnis, das man unterstützen kann und das sich sehen lassen kann. Es ist gesagt worden von dem Ratsvertreter, dass die Bürger profitieren von den Mitteln. Ja, von was profitieren sie denn? Es gibt doch hier Kürzungen, deren Überblick noch gar nicht abzuschätzen ist. Es ist doch völlig unklar, an welchen Stellen wie viel gekürzt wird und an welchen Stellen durch Verschiebungen Kürzungen versteckt werden und kaschiert werden. Damit kann man doch nicht in die Öffentlichkeit treten und den Bürgern sagen, wir haben hier ein gutes Ergebnis erzielt, ohne zu wissen, was wirklich dabei am Ende herauskommt. Die wichtigsten Fonds, Strukturfonds, Kohäsionsfonds, werden am schärfsten gekürzt und zusammengestrichen. Es sind aber gerade die Fonds, die im Augenblick am nötigsten sind, um beizutragen, dass wir von der europäischen Ebene beizutragen, dass wir aus der Krise, in der wir nach wie vor drinstecken und aus der wir noch lange nicht raus sind, endlich rauskommen. Wir brauchen Wachstum und nicht weitere Austeritätspolitik. Und ich denke, wir sollten uns das wirklich noch einmal überlegen, diesem Haushalt nicht zuzustimmen. Und ich kann nur an Sie appellieren, sprechen Sie gegen diesen Entwurf. Ich glaube, wir haben überhaupt kein Problem. Wir fallen ja nicht ins Bodenlose. Wir haben ersatzweise dann zur Verfügung den Haushalt 2013. Mit dem können wir besser arbeiten. Und ich denke, wir sollten diesen Kampf nicht aufgeben. Wir sollten uns selbst nicht aufgeben. Das hat Präsident Schulz ein paar Mal gesagt. Wir sollten nicht so verhandeln, dass wir morgens, wenn wir aufstehen, nicht mehr in den Spiegel gucken können. Danke.